Moin, ein Wort von mir heute einmal zu diesem kleinen Becher-Set. Ich hole erstmal alles raus, bevor ich losfahre zu reden. Das ist nämlich wahrscheinlich wieder ein bisschen laut. So, und das Ganze ist nämlich ein sogenannter Silikonbecher. Das heißt, man hat also relativ gut die Möglichkeit, das seinem Kind in die Hand zu drücken, ohne dass damit irgendwas grob Fahrlässiges passiert. Auch wenn es stürzen sollte, es fällt hier drauf, gibt das Ganze nach und ist dann die Verletzungsgefahr einfach deutlich geringer. Zusätzlich kannst du natürlich auch drauf rumkauen. Also erstmal soweit ein sehr kinderfreundliches Modell. Hier dann nochmal die Anzeige, dass wir sehen können, was sich an Inhalt hier drin befindet. Man sieht es sehr transparent. Auch das ist aus diesem Gummimaterial. Das ist eine schöne Sache. Dann haben wir hier zwei unterschiedliche Aufsätze. Wir haben einmal die Möglichkeit, das Ganze über diesen Deckel hier zu steuern. Das Ganze geht hier eben über diese Lasche, ist dadurch dann auch fixiert. Und dann können wir hier flexibel unseren Strohhalm so ja, an die gewünschte Position bringen. Aber primär, würde ich behaupten, ist natürlich der Aufsatz ein klassischer. So mit unserem Luftloch, hier das Entscheidende für den Strohhalm. Den packen wir hier rein, drücken hier durch. Und dann noch einmal hier und dann sitzt der hier auch und dann ist das alles auch in sich geschlossen und auch hier alles aus diesem gummiartigen Material. Also ja, ein sehr solides Produkt, was besonders eben auch auf Sicherheit ausgelegt ist und dazu auch noch leicht zu reinigen ist, also auch nachhaltig, auch mit Strohhalm hier. Also da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen und auch nichts groß Negatives zu sagen.